Jo, und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battle on the Walker Souls Front. Heute mal wieder im Gegensatz, letzte Folge war ja die Raster-Folge schlechthin. Und ich versuche heute jetzt mal ein bisschen ruhiger zu spielen. Und das meine ich sogar ernst. Denn ruhig spielen bringt mir hoffentlich was. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Oh. Das war knapp. Oh, lecker Punch! Ja, okay. Schade. Aber das war richtig Glück. Der Typ war echt scheiße. Besser gesagt, wir hatten auch viel Glück. Der Rebell visiert unseren AT-AT an. Sehr schön. Ah, Mist, T21B, sonst wäre das auch nichts geworden. Ich schalte mal auf diese Hand um. Oh, wir haben ja eine intelligente. Oh. Oh, danke. Danke, mein Freund, für diese Rettungsaktion. Ich stehe jetzt hier irgendwie im Nirvana. Ein feindlicher Bomber hat unsere Kampfläufer als Ziel erfasst. Sehr schön. Sie schicken alles, was sie haben. Ach komm, das ist dieses... Genau in dem Moment geht das. Wir haben Boba Fett zur Unterstützung rekrutiert. Oh Mist, wer hat mich geholt? Och Mann, schade, dieser scheiß Droide nascht mich. Das war auch Glück, aber auch ganz gut gelöst. Ablenkstation aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten, um einen Angriff ihrer Y-Wings zu verhindern. Feindlicher Y-Wing visiert unseren AT-AT an. In der Region hier sind Rebellen. Oh. Oh. Ein Assist de la Critical. Ich bin im Moment sehr konzentriert. Sorry dafür. Aber... Ja. Oh Mist, aber noch zwei weggeholt, wie es scheint. 12-4, das sieht sehr gut aus. Für mich. Ich möchte jetzt, sie attackieren jetzt den Kampfläufer.
durch. Haltet die Augen nach Skywalker offen. Der Jedi wurde in der Nähe eurer Position geortet. Ah, Mist, den hätte ich geholt, wenn ich da nicht zu dusselig wäre. Jetzt bin ich wieder beim Partner. Ja. Hier ist noch ein Rodianer. Ah, der Rodianer holt mich weg. Da habe ich beide um die Hälfte geholt, aber mehr dann halt auch nicht. Sehr schön, mein Partner ist eine gute Variante. Zumindest geht er nicht oft down. Was mir doch sehr gefällt. Okay, das ist der AT-ST, der hier aufräumt. Hallo? Rebellenbombe hat unseren AT-AT erfasst. Ja. Hier flimmelt es von Rebellen. Zwei Assists. Mehr leider nicht. Hier ist Luke. Ah, Mist! Nicht aufgepasst. 4, 5, okay. Platz 5. Warum der 11-6er jetzt besser ist, weiß ich auch nicht an der Stelle, aber... Ist doch im Prinzip auch egal, wir spielen eigentlich ganz gut. Bis zu diesem Zeitpunkt zumindest. Sehr schön, gut gelöst. Ploder geht nicht durch. Ja. Ah, Mist, mit der intelligenten nascht er mich. Ah gut, habe ich keine Chance. Sie rücken vor, ich rücke vor. Gammelt so ein Suchdruide vor meiner Fratze rum. Wir müssen sie abschalten. Feindliche Einheiten in der Zone. Feindliche Y-Wings nehmen die Kampfläufe aufs Korn. Lange beschützt werden. Der Schildgenerator ist gleich wieder online. Ah,
schade, schade, schade. Ich habe jetzt hier ewig nicht mehr gesprochen. Tut mir irgendwie leid. Ich bin total in das Spiel vertieft. Das versuche ich auf jeden Fall wieder zu verhindern. Also wenn das jetzt auch mal ein Dislike kriegt, das Video, dann kann ich das mehr als verstehen. Aber okay, wir versuchen natürlich, genau deswegen versuche ich eben auch, ach komm, wir sind eigentlich schon sehr gut. Wir haben aber auch jetzt ein bisschen Pech von der Platzierung her zumindest. Aber das ist doch egal, wir versuchen. Ach komm. Wir haben ihm alles gezockt und dann nichts. Ach Mann, den hätte ich auch wegholen können, wenn ich nicht zu dusselig wäre. Oh, hier kann man den AT-AT, das werden sich ein paar Typen holen. Ein Heldenobjekt wäre auch mal was ganz Nices. Ach komm, ja, da geht er doch hin. Der geht da doch gleich hin. Ich geh da aber auch gleich hin. Oh. Wie gesagt, falls ich das schaffen sollte. Oh, das kann nicht wahr sein! Willst du mich verarschen? Och Mensch! Das ist doch mal wieder Bühnschichtigkeit hoch 10. So viel Lack muss man erstmal haben. Da kriege ich rechtmäßig mal so ein Objekt, nö. Denkt sich IE, nein, machen wir nicht. Wir geben ihm nur Assists, keine Kills. Das wäre viel zu OP-Welt immer, wenn man ihm Kills geben würde. Ich bin auch gut. Bloder geht raus. Schade. Unser AT-AT wird von einem feindlichen Bomber anvisiert. Das ist natürlich schlecht. Ah, Mist! E11, dass die E11 das kann, das ist irgendwie lächerlich. Ich meine, das ist eine Blaster-Pistole. Und eine Blaster-Pistole. Okay, dass eine Blaster-Pistole so OP ist. Also, ich erarbeite hier mir die Chancen schon. Also, die Kills. Laut unserer Scanner haben die Rebellen eine Ablenkstation aktiviert. Schutzschild ist gar nicht mal so schlecht. Trotzdem gehe ich lieber an der Front und hole ein paar Typen weg. Ich glaube, ich rück mal von hier unten vor. Jetzt sind wir gerade. Es hat sich gerade so nach dem Lichtschwert angehört. Besser gesagt, dann doch fast mehr als ein verdammtes Lichtschwert. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt riskant ist. Ist egal, ich krieg Assists ohne Ende. Aber mehr dann auch nicht. Endlich mal ein Kill. Okay, die werden bombardiert. Oh Mann, das kann wieder nicht wahr sein. Ich hab aber auch Pech. Mann, und die Verantwortlichen haben dann aber auch Glück. Ach komm, wo werde ich denn hier gespawnt? Auf der kompletten anderen Seite des Rings. Laut unserer Scanner haben die Rebellen eine Ablenkstation aktiviert. Rück mal schneller vor. AT-AT wäre jetzt nice gewesen oder überhaupt irgendwas. Scheiße. Zielerfassungssequenz der Rebellen unterbrochen. Operation wie geplant vorbereitet. Ja, verdient. Mehr als verdient. Erziele 25 Kills. Kampfmeister. Die Uplinks sind weg. Oh, das wäre auch zu pünschig gewesen.
Wieder treffe ich den Typen nicht. Jetzt habe ich ihn geholt. Okay, feindlicher Luftangriff. Das ist natürlich immer sehr gut, wenn man feindliche Luftangriffe macht. Und ich nasche auch den Heini weg. So muss das sein. Rang 39. So, Merkmalstufe 3 geschafft. Schwere Laserkanone aufgeladen und feuerbereit. Jetzt nasch die Scheiße weg. Nein, der AT-AT fällt. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen, auch wenn der AT-AT gefallen ist. Ja, es war natürlich Bosse. Wir waren aber auch ziemlich gut. Ja, wir hätten auch theoretisch auf höher platziert werden können, aber okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Star Wars Battlefront, auch wenn sie heute ein bisschen leiser war. Bis dann, Leute. Ciao.